Hallo und willkommen zu einem neuen Büchervideo. Ihr habt es am Titel und am Thumbnail schon gesehen. Es soll um meine Reread-Wünsche gehen, also Reread nochmal lesen. Ich bin eigentlich jemand, der fast nie Bücher nochmal liest, ganz, ganz selten, weil ihr wisst, mein Sub ist sehr, sehr hoch und ich arbeite da mal dran und es kommen immer wieder tolle Neuerscheinungen, neue Bücher. Man wird ja nie im Leben auch nur 1% der erschienenen Bücher auf der Welt lesen können. Und ja, das ist immer schwierig, aber es gibt ja so besondere Bücher, die man gelesen hat und denkt, oh, das würde ich gerne nochmal lesen. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Und ich nehme mir schon vor, dieses Jahr auch ein paar mehr Rereads zu machen, einfach weil es gut für die Seele ist, weil das Bücher sind, wo ich weiß, wenn ich da eintauche, dann geht es mir gut. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Lage, ja, schadet es nicht zu wissen, dass es einfach ja, toller Lesestoff ist, der einem gute Laune macht. Und solche Bücher sind eben auch dabei. Deswegen möchte ich die euch vorstellen. Falls ihr sie noch nicht gelesen habt, vielleicht ist ja ein Tipp dabei, ja, was gute Laune macht und gerade in der aktuellen Lage einfach schön ist zu schmökern. Und mein Sub ist relativ hoch. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, 80 Bücher zu lesen. Ich bin sehr, sehr gut in der Zeit quasi. Also bei Goodreads sehe ich das ja immer, wie meine Challenge läuft. Ich setze mich da nicht unter Druck, sondern Lesen macht mir Spaß. Ich hatte jetzt noch keine Leseflaute, auch wenn ich aktuell nicht plötzlich vermehrt zum Lesen komme. Es läuft eigentlich relativ normal. Trotzdem nehme ich mir vor, zum Mitte, zum Ende des Jahres, wenn ich gut im Ziel liege, mein Sub schon ein bisschen runtergearbeitet habe, dann nochmal vermehrt zu rereaden. Im Moment bin ich auch schon in einer Reread-Runde und da dachte ich mal, fange ich direkt mit dem Buch an. Das ist Harry Potter Band 3, was ich rereade. Ich habe letztes Jahr Band 1 und 2 nochmal gelesen, nach 15 Jahren ungefähr. Ich glaube, ich habe es vor 15 Jahren gelesen, habe die Filme ganz, ganz oft gesehen. Ich finde, da kann man auch immer wieder reinschalten. Natürlich ist meine Erinnerung überlagert von den Filmen, von den ganzen Filmszenen, die ich in- und auswendig kenne. Vieles aus den Büchern, was eben nicht in dem Film auftaucht, ist mir auch so nicht mehr so im Gedächtnis. Deswegen war das letztes Jahr schon toll, Band 1 und 2 zu lesen, obwohl die extrem nah am Film sind. Also ich vergöttere wirklich die Filme, die haben das ganz toll umgesetzt. Es ist nicht komplett was anderes. Aber natürlich so kleine Nebenszenen oder dieser ganze Schulalltag, das ist noch viel intensiver. Oder auch andere Themen sind natürlich in Büchern viel intensiver, weil man viel längere Zeit hat, um das zu erzählen, als in einem anderthalb-, zweistündigen Film. Und wie gesagt, Band 3 lese ich gerade in einer tollen Leserunde mit Carly und Ruth zusammen und das macht so viel Spaß. Und deswegen habe ich jetzt hier mal stellvertretend für die ganze Reihe Band 4 mir genommen. Das ist nämlich mein Lieblingsband auch, da freue ich mich dann. Wir wollen das wahrscheinlich dann auch im Sommer, Herbst zusammen weiterlesen in der Runde. The Goblet of Fire, ich lese sie auf Englisch. Ich habe sie vor 15 Jahren auch auf Englisch gelesen. Hatte damals die Taschenbuchausgabe, die mir nicht so gut gefallen hat von der Optik her. Die waren dann jetzt auch schon ordentlich vergilbt. Deswegen sind die ausgewandert oder ich habe sie aussortiert, ausgezogen. Ich sage immer auswandern, glaube ich, zu den Büchern. Aber im Grunde sagt es das Gleiche, sie sind nicht mehr hier. Und habe mir diese wunderschönen Ausgaben geholt. Ich habe Band 5 und 6 auch noch hier. Den 7. noch nicht. Aber ich bin ja auch noch nicht so weit mit Lesen. Ich habe die nach und nach mir gewünscht, gekauft. Und zum einen finde ich die Cover wunderschön. Es sind Hardcover. Und innen sind so Sterne. Und es gibt auch, glaube ich, ich hoffe immer, eine Hogwarts-Karte. Genau, da ist sie. In jedem der Bände, glaube ich. Und ja, hier sind auch nochmal diese Sterne. Also das ist eine ganz tolle englische Hardcover-Ausgabe. Und ja, fässt sich auch ganz toll an. Das ist auch so ein bisschen samtig, das ist erhaben. Also es ist auch einfach ein Schmuckstück und ich liebe die Harry Potter Welt. Das hat mir jetzt eben der Reread des 3. Bandes auch nochmal gezeigt, dass ich das einfach gerne lese, dass mir das eine gute Stimmung bereitet und deswegen werde ich da weiter rereaden. Können mir ja mal schreiben, wie oft ihr Harry Potter schon gelesen habt. Ich glaube, viele, das ist so ein Reread-Kandidat, wo es wirklich auch Leute gibt, die das jedes Jahr nochmal lesen. Finde ich schon krass, weil die Bücher werden ja auch gefühlt immer dicker. Und ich glaube, der 4. oder der 5. Band ist der fetteste. Der 1. und 2. geht ja noch, aber ja, das ist schon ordentlich Lesestoff. Viele schöne Stunden zu lesen. Mein Lieblings-Sci-Fi-Buch, auch wenn ich noch nicht viel Sci-Fi gelesen habe, das habe ich gelesen auf dem Kindle, als ich im Sabbatical in Australien war. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Vielleicht auch, als die Filmankündigung kam. Aber ich habe es auf jeden Fall vor dem Film, weit vor dem Film gelesen. Und das ist von Ernest Cline, Ready Player One. Ich habe mir jetzt nochmal als Mängelexemplar, dass ich das zufällig irgendwo gesehen habe, nochmal zugelegt. Ach, ich glaube, nee, bei Tauschticket. Genau, bei Tauschticket habe ich es ergattert, weil ich möchte gerne in meinem Regal haben,
Bücher, die ich noch nicht gelesen habe und wirkliche Highlight-Bücher, die ich im Zweifel nochmal lesen möchte. Deswegen ist das auch ein Reread-Kandidat. Ready Player One, das ist jetzt die Filmausgabe. Ich bin immer nicht so ein großer Freund davon. Muss aber sagen, dass das Originalcover jetzt auch nicht das Mega-Highlight für mich ist. Von daher finde ich das trotzdem ganz gut gewählt. Und ich fand den Film auch gut, auch wenn er am Ende so ein bisschen anders ist. Aber ich liebe einfach die Geschichte. Und ich kann euch mal kurz vorlesen. Im Jahr 2045 ist die Welt ein hässlicher Ort. Richtig wohl fühlt sich Wade Watts nur in der Oasis, einer riesigen virtuellen Welt, wo die meisten Menschen den Großteil ihrer Zeit verbringen. Als der exzentrische Schöpfer der Oasis stirbt, hinterlässt er eine Reihe vertrackter Rätsel, die auf seiner Leidenschaft für die Popkultur der 80er Jahre beruhen. Wer sie als erster löst, erbt nicht nur sein gigantisches Vermögen, sondern auch die Kontrolle über die Oasis. Und viele Jahre lang findet keiner einen Zugang. Es gibt, glaube ich, 3 Schlösser und es ist wirklich wie so ein Computerspiel dann aufgebaut, wo man in dieser Oasis, in dieser virtuellen Realität etwas finden muss und ganz, ganz lange wird einfach nichts gefunden. Und ja, wie es sein sollte, Wade Watts, der findet etwas und dann geht diese Jagd richtig los. In der Oasis, aber auch im realen Leben. Und es ist eine sehr krass gezeichnete Zukunft, die aber gar nicht so unrealistisch ist. Das fand ich also beim Lesen wirklich sehr gespenstisch. Und das ist ein ganz tolles Buch. Mir hat es unfassbar gut gefallen, eben auch wegen dieser 80er-Jahre-Popkultur Rückblicke. Ich bin in den 80ern geboren, jetzt nicht aufgewachsen, aber ich hatte auch ein C64 und habe Pac-Man gespielt. Also da hatte ich einfach so viele Referenzen und das hat so viel Spaß gemacht, weil ich eben als Kind auch sehr viel gezockt habe und gerne gezockt habe, was ich jetzt gar nicht mehr mache. Aber da nochmal einzutauchen, hat auch so ein bisschen Kindheitsgefühl zurückgebracht und es war einfach spannend. Also ich mochte das unfassbar gerne und ich möchte gerne nochmal eintauchen, weil es jetzt auch dann schon 2,5 Jahre her ist, wo ich es gelesen habe. Wenn ich es zum Jahresende lesen würde, 3 Jahre. Ich weiß nicht, wie gut es vertont ist, ob das auch nochmal als Hörbuch eine Idee wäre, aber ja, ich liebe das Buch einfach sehr. Wer es noch nicht gelesen hat und sich ein bisschen angesprochen fühlt von Virtual Reality und ja, Schnitzeljagd, Online-Schnitzeljagd, der sollte da mal schauen. Der Film ist, wie gesagt, aber auch gut umgesetzt. Steven Spielberg hat den verfilmt. Ganz bildgewaltig, also auch ein richtig schöner Film. Ein Buch muss ich euch einblenden, das wird für euch keine Überraschung sein. Aber ja, ich habe es einer Freundin ausgeliehen, deswegen kann ich es euch jetzt nicht zeigen. Und zwar ist es Das große Los von Maike Winnemuth. Und ihr wisst, ich liebe diese Frau, ich liebe dieses Buch, was ich als erstes von ihr gelesen habe. Ich habe bis jetzt alle Bücher von ihr gelesen, zuletzt ja Bin im Garten, was ich auch sehr gefeiert habe. Und das große Los handelt eben von ihrer Weltreise. Sie hat bei Günther Jahr auch 500.000 Euro gewonnen bei Wer wird Millionär und ist dann losgezogen. Sie ist Journalistin und schreibt sehr gut. Sehr intelligent, sehr humorvoll, sehr, ja, man kann immer nur nicken und sie hat ganz tolle, interessante Ansichten, die aber, ja, die ich auch sehr decke, also die ich sehr befürworte oder wo ich ihr einfach zustimme, das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Und sie ist dann eben 12 Monate auf Weltreise, jeden Monat in einer anderen Stadt. Also sie macht jetzt nicht Backpacking, sondern sie wohnt jeden Monat in einer anderen Stadt und lernt das Leben da kennen, macht dann einen Tango-Kurs in Südamerika, ist in Sydney, in Indien, was ihr nicht so gut gefällt. Also es ist nicht nur positiv und es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Das Hörbuch soll auch super sein. Das habe ich mir nämlich jetzt auch runtergeladen bei Audible. Das war ein Tipp einer Followerin hier oder einer Abonnentin, dass sie das auch selber spricht. Und das finde ich richtig cool, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass dann dieser Witz irgendwie noch mehr rüberkommt, weil sie das selber einspricht und natürlich von ihren eigenen Erfahrungen dann spricht. Und da habe ich richtig Lust, das Hörbuch zu hören. Also es ist schon runtergeladen und ich werde das wahrscheinlich definitiv, ja, dieses Jahr noch hören, denn ich habe ja kein Hörbuch-Sub, sondern hole mir immer das, wenn ich ein freies Audible-Guthaben habe. Und da freue ich mich riesig drauf. Das wird, glaube ich, richtig cool. Ein Buch, was ich vor 20 Jahren vielleicht das letzte Mal gelesen habe, wo ich den Film auch lange nicht gesehen habe. Und das ist jetzt auch die Filmausgabe, finde ich aber nicht ganz so schlimm, denn Brad Pitt spielt die Hauptrolle. Vielleicht ahnt ihr es, auch das habe ich nicht als Mängelexemplar, aber für 1,50 Euro im sozialen Kaufhaus gesehen und dachte, ach, das alte Buch von damals habe ich nicht mehr. Ich weiß nicht, das ist irgendwann bei Umzügen, ja, in der Zeit, wo ich kaum gelesen habe, ist das wahrscheinlich dann ausgezogen. Aber hier sind auch ganz viele Fotografien drin. Und es ist ein Erlebnisbericht. Und zwar ist es von Heinrich Harrer, 7 Jahre in Tibet. Und als ich das gelesen habe und dann später den Film gesehen habe, ich finde einfach, der Dalai Lama ist eine wahnsinnig interessante Person, wahnsinnig inspirierend. Ich habe als Jugendliche auch ganz, ganz viel zum Buddhismus gelesen, mich sehr damit auseinandergesetzt. Ich bin kein Buddhist, ich bin nicht religiös,
Aber ich habe immer gesagt, wenn es eine Religion gäbe, die ich zumindest von den Inhalten, die ich kenne, gut und unterstützenswert finde, dann wäre es der Buddhismus. Auch dieses Buch hat mich da sehr inspiriert dazu. Also wahnsinnig toll geschrieben und super interessant. Also Heinrich Harrer lernt den jungen Dalai Lama damals kennen, lebt dort im Palast, glaube ich auch, und trifft sich ganz oft mit ihm. Und das ist einfach toll. Also das ist zumindest in meiner Erinnerung. Es ist halt schon sehr, sehr lange her, wo ich es gelesen habe. Deswegen möchte ich das unbedingt nochmal wieder rereaden. Es ist hier und wie gesagt, es sind halt auch schwarz-weiß. Fotografien von Heinrich Harrer, das ist schon eine Weile her, 1944 gelangt er als Forschungsreisender eben nach Tibet. Nachdem er in Indien in Gefangenschaft war, landet er in Tibet und trifft den Dalai Lama. Und das ist ein ganz inspirierendes Buch. Könnt mir ja mal schreiben, ob ihr nur den Film gesehen habt. Ich glaube, den haben viele gesehen. Der ist auch ganz toll, nicht nur weil Brad Pitt heiß ist, sondern auch weil die Geschichte gut ist und die Landschaftsaufnahmen. Aber ihr könnt mir schreiben, ob ihr das Buch gelesen habt. Kleiner, schneller Akkuwechsel, wahrscheinlich jetzt deswegen auch ein bisschen anderer Bildausschnitt, aber das macht ja nichts. Kommen wir zum, ich glaube, fünften Buch. Ich habe 6 vorbereitet. Es wird jetzt keine Überraschung sein, ich kann euch die Rezi dazu verlinken. Ich habe es schon einmal gehört. Also ich habe es als Hörbuch schon einmal gehört. Leider wird es nicht weiter vertont auf Deutsch, was ich sehr schade finde. Ich hätte gerne alle Bände auch als Hörbuch. Der dritte Band kommt dieses Jahr im Sommer raus und jetzt sind wahrscheinlich viele, viele schon, wissen jetzt schon, welches Buch ich meine. Was kann ich denn noch als Hinweis geben? Es ist emotional mit meinem Sabbatical verbunden, denn dort habe ich den ersten Band entdeckt und auch die Autorin, ist eine australische Autorin und ich feiere dieses Buch dauerhaft und ständig. Und auch das nochmal Hören des ersten Bandes hat mir gezeigt, dass ich einfach dieses Buch liebe. Band 2 fand ich auch toll. Ich freue mich riesig auf Band 3. Es wurde schon verschoben und ich hoffe, es kommt im Sommer jetzt auch raus und wird nicht nochmal. Es wurde nicht wegen Corona verschoben, das war damals noch nicht. Aber ja, ist ja alles, auch viele Buchneuerscheinungen werden ja verschoben. Mal schauen. Es ist vorbestellt. Irgendwann wird es bei mir eintreffen, denn ich möchte auch die australische Ausgabe haben. Gut, jetzt ist es offensichtlich. Es ist Nevermore und das ist Band 1, was ich mir da gekauft habe. Ich musste hier schon kleben, weil irgendwo an der Kante ist schon etwas abgeblättert, weil ich das auch so oft in die Kamera halte und bei jedem Tag es irgendwie dabei ist. Aber ich liebe die Geschichte um Morrigan Crow, die ein verfluchtes Kind ist in dieser fantastischen Welt und ja, ihr Schicksal ist es, also sie wird verantwortlich gemacht für alles Schlechte, was in ihrem Ort passiert, weil sie ein verfluchtes Kind ist. Das liegt daran, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren ist. Und ja, ihr ist es auch nicht vergönnt, sehr alt zu werden, denn mit dem 11. Lebensjahr soll sie eigentlich sterben. Und in der Nacht zu ihrem 11. Geburtstag wird sie gerettet von Jupiter North. Den sieht man hier, glaube ich, nicht. Nee. Aber Jupiter North ist so ja, eine Mischung aus Hagrid und Dumbledore, würde ich sagen. Aber auch nochmal ganz anders. Und der bringt sie nach Nevermore in die fantastische Welt, die sie nicht kannte. Also die Realwelt ist auch nicht wie unsere Welt, weil es eben diese verfluchten Kinder gibt und auch so fantastische, ein bisschen fantastische Elemente. Es gibt den Wunderschmied, was im zweiten Band nochmal mehr das große Ganze beleuchtet wird. Und ja, sie kommt eben nach Nevermore und muss dort Aufgaben bestehen, um in die wundersame Gesellschaft aufgenommen zu werden, damit sie dort bleiben kann. Sie ist ja quasi ein Flüchtling. Also es behandelt auch so gesellschaftliche Themen, obwohl es ist immer in der Kinderbuchabteilung, ich finde aber, es ist ein Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbuch, jeder kann das lesen und ich weiß, ganz, ganz, ganz viele lieben das auch sehr, was mich sehr freut, ich empfehle das ja auch immer wieder und es gibt einfach in Nevermore Riesenkatzen, sprechende Riesenkatzen, Magnificats, das ist auch so eine richtige Grumpy Cat, aber mit ganz, ganz viel Herz und ja, in Band 2 geht es auch um den Schulalltag von Morrigan und es ist halt, es ist nicht Harry Potter, auch wenn hier draufsteht, und dem stimme ich zu, Readers will feel as though Harry Potter is meeting Alice in Wonderland. Und das stimmt, es ist noch ein bisschen abgedrehter als Harry Potter, die Welt, aber ganz, ganz besonders und fantastisch. Und es gibt mir das Harry Potter-Gefühl, das sage ich ja immer wieder, es ist nicht Harry Potter, es ist anders. Band 1 und Band 1 verglichen fand ich sogar Nevermore, ganz objektiv für mich betrachtet, besser, minimal. Aber die Harry Potter-Welt ist natürlich riesig und das muss ich jetzt natürlich weiter zeigen. Es ist, glaube ich, auch auf 7, 8 Bände angelegt. Nevermore, Jessica Townsend schreibt und hat noch weitere Ideen und ich hoffe, das kommt auch weiter gut an, dass sie die Möglichkeit hat, weiter zu veröffentlichen und die Geschichte um Morrigan Crow, Nevermore, ihre Freunde weiterzuführen. Also das ist auch so ein Feel-Good-Buch. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt und ihr Harry Potter mögt, probiert es mal mit Nevermore. Aber, ne? Denkt daran, es gibt erst 2 Bände und Harry Potter ist schon ein ganzes Universum mit über
Jahrzehnte fast, also über ein Jahrzehnt oder älter noch, 15, 20 Jahre mittlerweile schon fast. Es ist am Anfang, ne? Aber trotzdem ist es so, so toll. Jetzt habe ich lange genug geschwärmt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, verlinke ich euch natürlich meine Rezension. Und zu guter Letzt ein Buch, was ja ein lebensbejahendes Buch ist, aber vielleicht manche aktuell ein bisschen zu traurig wäre. Also ich kann verstehen, wenn man im Moment nur lustige Bücher lesen möchte und nichts, was einen vielleicht zwischendurch ein bisschen runterzieht. Aber trotzdem ist es ein so, so gutes Buch. Es ist, ich habe von der Autorin bis jetzt alles gelesen. Es kommt im Mai ein neues Buch von ihr raus und trotzdem ist das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, was ich gerne rereaden möchte, immer noch mein Favorit, auch wenn die anderen Bücher grandios waren. Viele werden es jetzt vielleicht schon wissen, es ist von Anne Freitag, mein bester letzter Sommer und ich bin so froh, dass ich es mir damals in der Hardcover-Ausgabe geholt habe. Ich weiß gar nicht, viele Anne Freitag-Bücher gibt es, glaube ich, gar nicht als Taschenbuch, aber als E-Book bestimmt. Und ja, da geht es um einen Roadtrip durch Italien von Tessa und Oscar, und ich weiß die Namen noch, weil Tesca ist so, ja, deren gemeinsamer Name dann quasi, die lernen sich kennen und ja, Tessa hat halt nicht mehr viel Zeit und sie wird sterben. Das weiß man von Anfang an. Es gibt übrigens auch zu dem Roadtrip eine Playlist, wie bei Anne Freitag immer das der Fall ist. Und ja, es ist einfach toll. Ich möchte gar nicht mehr dazu sagen, Tessa und Oscar sind mir unfassbar ins Herz gewachsen. Anne Freitag hat einen Schreibstil, der mich zumindest direkt berührt, direkt ins Herz geht, und ich habe, es ist eins der wenigen Bücher, bei denen ich weinen musste, eins der ersten, also das habe ich vor 2-3 Jahren gelesen, ist schon ein bisschen her, als ich wieder angefangen habe, vermehrt zu lesen, als ich viel bei BookTube unterwegs war, und da habe ich Anne Freitag durch eine andere BookTuberin, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber zumindest kennengelernt, die Autorin, und habe mich irgendwie angesprochen gefühlt von dem Thema und warum sie sterben muss. Der Grund, den möchte ich jetzt nicht nennen, weil ich glaube, das steht hinten nicht drauf. Das ist jetzt nicht besonders speziell, aber der ist mir besonders nahe gegangen, weil es auch mit meiner Vergangenheit was zu tun hat. Okay. Wenn ihr es gelesen habt, wisst ihr es wahrscheinlich, was ich damit meine. Und deswegen hat mich dieses Buch vielleicht noch mehr berührt, weil ich Tessas Situation nicht direkt nachvollziehen kann, aber irgendwie mehr verstehe, dass es mir auch hätte so ergehen können. Das ist jetzt sehr kryptisch. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz tolles Buch und Anne Freitag schreibt so unfassbar gut, dass ich jedes Buch von ihr lesen möchte und auch werde. Wie gesagt, ich bin ja auf dem Stand und das neue Buch werde ich auch lesen. Und dieses möchte ich dann einfach nochmal rereaden. Das waren also meine 6 Reread-Wünsche und ich bin mal gespannt. Ich schaue einfach, ich setze mich da nicht unter Druck, wann ich es rereade, ob das dieses Jahr oder nächstes Jahr was wird. Aber sie sind in meinem Fokus und der Sub muss weg. Vielleicht sollte ich einfach weniger Neuzugänge haben. Ich arbeite dran. Also ihr kennt ja auch meine Vorsätze. Aber diese Bücher werden nicht bei mir ausziehen. Sie sind hier. Und wie gesagt, das Hörbuch von Maike Winnemuth, das könnte ich mir vorstellen, dass ich das dieses Jahr auf jeden Fall höre. Und den Rest schaue ich mal. Harry Potter möchte ich weiterlesen, ja. Und vielleicht gerade eben zu der jetzigen Zeit sollte man doch den Sub dann vielleicht auch den Sub sein lassen und einfach zu einem Buch greifen, bei dem man weiß, es wird einem sehr gut gefallen, es wird einem gut tun. Und jetzt schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was so eure Reread-Wünsche wären, welche Bücher ihr gerne nochmal lesen möchtet oder welche Bücher ihr regelmäßig nochmal lest. Das würde mich sehr interessieren, weil das sind ja offenbar dann eure absoluten Lieblingsbücher. Und ich sage jetzt nicht, dass ich mir Inspiration hole, denn ich möchte meinen Sub ja nicht erweitern. Aber es ist einfach schön zu lesen, dass ihr auch solche Herzensbücher habt, die ihr gerne immer nochmal wieder lesen möchtet. Genau. Und jetzt verabschiede ich mich von euch, wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao.